zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zum Sturm auf das Flugzeug ansetzen. Oh, 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 nein, 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 nein. Archer, kannst du mir bei der Tür helfen? Hm? Ich hab schon so nah eingesetzt, ich sehe niemanden. Oh, okay. Okay, ja. Hierher! Na los! Das Grand Finale. Sie haben sich verdammt viel Zeit gelassen. 10 Sekunden mehr und Sie hätten von hier aus zu Fuß nach Hause gehen können. Was? Hey, wie lange dauert es, bis der Vogel in der Luft ist, Corbin? Die Triebwerke laufen bereits. Halten Sie uns die verdammten Russen so lang vom Leib, bis wir den Gefechtskopf aufgeladen haben. Alles klar? Ich gehe jetzt aufs Flugdeck. Feuerschutz! Oh. Okay, jetzt ganz langsam und sehr vorsichtig. Verschwende nicht deine ganzen EMPs auf einmal. Nee, ich verschwende gar nichts. Zuerst mal. Und das Geschütz darf dich nicht zu so sehen. Finde ich ja auch nicht, ey. Durchsucht den Abschnitt! Archer, Kestrel, hören Sie zu. Der Turm ist abgeschirmt. Mit EMP-Granaten kommen Sie da nicht weiter. Sie können ihn nur neutralisieren, indem Sie die Hauptstromleitung im Kontrollraum benutzen und Ihre beiden EMP-Geräte überlasten. Ja, dann müsste ich. Entkomme einfach, da geh in Deckung. Ich geh mal unten rum. Gesehen. Ja, ja. Ich habe jetzt hier das Haus eigentlich gut gesäubert. Da ist jetzt vielleicht noch ein oder zwei. Und ich muss jetzt aufpassen, dass mich das Geschütz nicht sieht. Ja, das Geschütz dreht. Das Geschütz dreht gerade, also. Wo ist denn das Geschütz gerade? Das ist also der Lichtbalken. Rollert doch auf meine Silhouette. Das ist egal. Da oben, oder? Ja, aber ich habe eine kleine Weisheit, um jetzt hier nicht abzukacken. Früher hat mich immer das Geschütz in dir geballert, deswegen müssen wir jetzt hier. Genau, oder so einfach das Licht schon mal aus ist, weil ich habe das sonst immer gemacht, ohne das Licht auszumachen, da wurde ich jedes Mal niedergemäht. Muss ich immer bei dieser Stelle nochmal machen. Ich habe schon eine Licht erschossen. Ladung kassiert, los! Team blöd, habe ich meine EMP verschwendet. Wir holen sie da raus. Nein? Was? Ich will nicht demarkieren. Oh Gott, ich will die markieren, nicht entmarkieren. Wart mal noch. Scheiße. Wart mal, aufpassen. Geht nicht hoch. Gehen Sie nach hinten und schließen Sie irgendwie. Die kommen von unten. Pass auf, geh an die Treppe. Ich verliere hier weg. Jetzt wirst du mich also auf. Wir sind Zucker. Jetzt bringen wir es zu. Hab noch mehr! Ich snipe eine Runde. Ja, aber denk dran, wir müssen trotzdem nach vorne gehen. Ich glaube, wir spawnen immer so ein bisschen. Ah, okay. Also wir können nicht einfach auf unendlich lang killen machen, bis sie alle tot sind. Scheiße. Komm schon raus! Der war schön. Auf dem Lauf stehen! Genau, und jetzt machen wir eine Fliege. Hey, Kontakt!
Ja, pass auf, der darf nicht zu schnell gehen, der kann nämlich sehr resistent sein. Verdammt, wir haben die Hydraulik getroffen. Die Rampe schließt nicht. Wir müssen die Handkurbel benutzen. Komm schon, yeah! Super, geil. Toll. Boah, zum ersten Mal. Ja, hier Archer. Warum gehen Sie nicht an Ihr Opset? Absicht am Mann. Was ist los? Wo ist denn Kestrel? Schläft im Laderaum. Wieso? Töten Sie ihn. Und du hast recht gehabt. Ja, er sieht wirklich scheiße aus. Na, was hast du denn für einen Auftrag bekommen? Fliegende Runde. Oh. Hast du Schwein gehabt, ey. Das sind Sekündchen eher gedrückt als ich. Wieso? Ich verstehe den Sinn nicht. Da du mir auf den Kehlkopf geschlagen hast, oder ich weiß nicht mehr, oder Hinterkopf oder so, bin ich jetzt voller Blut. Befehl ist Befehl. Stimmt's, Genosse? Du siehst aber auch scheiße aus. Aber ich verstehe den Sinn nicht, weißt du, wieso... Die sind beide scheiße aus. Wieso habe ich dich eigentlich jetzt töten müssen? Ja, what's up? Oh, siehst du scheiße aus, ey. Und dieser kleine verwickte Knirps von hinten. Das Ende. Es war schön mit dir zu spielen, Leute. Ja, mit dir auch. So, Leute, das war die Coop-Story. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja. Gertler, willst du noch was sagen? Ich weiß es nicht, nein. Ja, sollten wir vielleicht noch erwähnen, dass wir noch die Nebenmissionen aufnehmen werden. Auf jeden Fall. Ja, wir werden also einige Nebenmissionen noch machen, damit halt das noch nicht vorbei ist mit dem Splinter Cell. Und genau. Werden die natürlich wieder uploaden, also es wird noch wieder reichlich Stoff geben. Ganz genau. Und was ich natürlich gehört, die Credits. Ja, genau. Und ja... Sonst gibt's eigentlich nicht mehr. Also danke fürs Zusehen. Das könnten wir. Auf jeden Fall, genau. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Da hast du nur so eine. Da hast du nur eine Scheißsekunde eher C gedrückt als ich, ey. Also egal wie oft ich diese Scheißkampagne gespielt habe, jedes Mal bin ich abgekratzt beim Ende. Ja, ich hab dich noch gesehen, also ich hab dich genau hinter der Kiste gesehen und bin doch. Hast du ja, mich eigentlich. Ich hab dich auch genau gesehen. Ich hab gedacht, komm, ich renne einfach hin und lass es drauf ankommen. Hast du eigentlich auch den Auftrag bekommen? Nee, bei mir stand, ich hatte dein Kommunikationssystem und da stand drauf, töten Sie Agent Kestrel. Ah, okay. Das heißt, ich sollte dich gar nicht töten, das war nur reine Notwehr. Aber du hast deinen Auftrag ausgefüllt. Ja, ich, wenn es nach mir ginge, würde ich das nicht tun, also einen Partner killen, nee. Und sonst. Tja. Wollen wir jetzt die Credits wirklich noch rennen lassen? Ja sicher, das gehört doch dazu. Also ich bin dafür, dass wir die Credits drin lassen, auf jeden Fall.